Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem ersten wöchentlichen Reset-Video hier für die finale Form. Gleich am Anfang kleiner Spoiler: Die 10-jährige Destiny 2 Story ist durch, der Zeuge ist besiegt, aber das sollte eigentlich fast jeder schon gemacht haben. Und ja, jetzt geht es halt mit dem Schnipseln weiter. Wie gesagt, gestern fing die Season an, und zwar Saison oder Akt, ja, also jetzt Akt 1, Echos ist eigentlich Saison 24, ist angefangen gestern, und das fängt dann halt auf Nessus an mit Failsafe, unser Schirmherr sozusagen, und da gehen dann gleich die neuen Missionen los und so, die neue Story geht los, es geht gegen die Vex, ja, da geht's dann weiter mit der Story von Destiny 2, aber die Hauptstory ist sozusagen durch, jetzt kommen noch die Schnipsel davon. Es riecht auch ein bisschen nach Destiny 3, aber es ist nur ein Gerücht, wie gesagt, weil jetzt ist ja die Reise frei ins Universum. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass bei Destiny 3, dass Destiny 3 noch weiter entwickelt wird oder auch kommt. Wenn nicht, wäre schade, weil das Universum Destiny finde ich sehr geil. Und es läuft halt schon 20 Jahre und ich spiele es halt immer wieder und viel. Und deswegen wäre es schade, wenn nichts mehr kommen sollte. Naja, einmal das dazu. Zudem kamen ganz viele Aktivitäten rein. Wie gesagt, die finale Form an sich gefällt mir so ganz gut. Aber es ist so viel zu spielen. Ja, ich komme gar nicht mehr hinterher. Weil ich sag ganz ehrlich, nach so 3-4 Stunden Spielzeit, aktuell habe ich Urlaub, muss ich dazu sagen, ja. Das heißt, wenn ich 3-4 Stunden am Tag gespielt habe, dann bin ich durch mit dem Thema mit Destiny 2, dann muss ich erstmal eine Pause machen, weil so wie früher irgendwie tagelang durchspielen und so, das kann ich nicht mehr. Das ist mir zu viel, das ist mir auch irgendwie zu öde, irgendwie mittlerweile. Das geht nicht mehr. Und es kam so viel rein an Missionen und Quests und so, was auch sehr gut ist. Man hat sehr viel Spielzeit hier, ja, das ist ja auch, hat man ja auch erwartet und will man ja auch haben, weil sonst wäre es ja auch vergebens, dass man jetzt hier ein halbes Jahr länger gewartet hat auf dieses DLC. Und ja, ist sehr gut geworden, wie ich finde. Also für neue Spieler, die reinkommen natürlich auch, aber es ist sehr schöne Cutscenes, sehr coole Dialoge, sehr gute Missionen, wie ich finde. Gut, einige sind ein bisschen dufte Missionen vielleicht, aber insgesamt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Ja, also haben sie gut gemacht. Da fangen wir erstmal an. Gehen wir erstmal zu Tess, würde ich sagen, gucken nach, was die dabei hat hier. Jede Woche gibt es ja bei Tess, wie gesagt, was Schönes Neues im Shop. Da sollte man immer wieder hingehen und auch mal gucken, ob es da irgendwelche Angebote gibt. Wir haben Silber ist echt Geld, der Rest für Gunstop kann man sich ja spielen. Und dann fangen wir einfach mal an. Zappelwurmgeste für 3250 Gunstop, die einfach kosten. Das Everversum hat Güter. Ja, viel zu teuer braucht man nicht. Dann wagemutige Nachforschungsstiefel. Da gibt es jetzt jede Woche ein Set-Teil. Beim Jäger und beim Titan auch, wie gesagt. Ja, aber die hole ich mir nicht, weil die nach nichts aussehen. Dann hier einmal Pyramidenauftritt, Teleporteffekt 450 Glanzstaub. Dann hier einmal königliche Behandlungsshader für 300 Glanzstaub. Ja. Das Laden ist, die Server ist auch ein großes Problem. Die Server in Destiny 2. Also die sind richtig hakelig. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen, weil so viele Leute spielen, aber da muss Bungie noch ein bisschen mehr Kapazitäten schaffen, weil ich habe so oft Probleme mit Disconnects und so und auch B-Fehler oder halt auch so laggt es ab und zu mal ein bisschen. Das ist dann schon bei einigen Sachen ein bisschen doof. Minimalismus-Shader für 300 Glanzstaub hier einmal. Das sieht ganz schick aus eigentlich. Den kann ich gleich mal mitnehmen. Den nehme ich mit. Ne? So, da haben wir hier natürlich den saisonalen Shop hier, wie gesagt, nicht vergessen. Da könnt ihr alles mal in Ruhe durchgucken. Das war alles für Silber, also für Echtgeld. Da müsst ihr selber gucken, ob ihr da irgendwie Bock drauf habt. Kamen natürlich einige geile Sachen rein. Aber wie gesagt, das muss ihr ja selber wissen, ob man Bock drauf hat oder nicht. Aber Glanzstoff kannst du halt erspielen, ne? So, ganz alltäglicher Tanz hier, Geste. Okay, kostet 3250 Glanzstaub. Naja, dann hier einmal ein winziger Freund hier. Geste für Sion Glanzstaub, das kann man sich vielleicht überlegen. Nicht alles, was Fanchurch anschlägt. Kann man sich überlegen für Sion Glanzstaub. Dann hier einmal scharfschuppige Hülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Ja, schon groß auf jeden Fall. Dann hier einmal Sachmed Rick Transportmittel 2500 Glanzstaub. Dass es immer so lange laden muss, das ist echt nervig. Sagen wir es mal so. Das war früher nicht so. Ja, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil er nicht lädt. Ja, was soll ich machen? So, strahlenförmiges Maßwerk. Waffenament für Sekantenfilamente. 1500 Glanzstaub. Beim Jäger und beim Warlock gibt es andere, ja. Sieht ganz nett aus. Kann man sich überlegen, auf jeden Fall. Dann hier erweiterte Apotheose, Waffenament für Göttlichkeit, 1250 Glanzstaub.
Ist auch okay, würde ich sagen. Aber ich habe die Göttlichkeit gar nicht. Kann ich jetzt eigentlich das zeigen hier? Nö. Das schaust will irgendwie nicht. Dann hier Teleporteffekte, Unterwerfer, Auftritt hier einmal. 450 Glanzstaub, dann Doppelschlange, Effekte. Na, geht so. Und dann hier einmal Spiegelbild-Effekte. Ja, ist auch okay. Phasenwandel, hier einmal Shader. Sieht auch ganz nett aus, wie gesagt. Hat auch einen gewissen Style, nehme ich auch mal mit. Dann hier einmal empirischer Imperativ, hier Shader. Ja, komm. Lade mal. Ja, was willst du machen? Kann ich nicht zeigen. Pupo-Abgrund. Kann ich auch nicht zeigen. Ja, ich heiße hier nicht 3 Jahre rumstehen und warten. Ja, also wieder sich dann da. Ah, kommt was, okay. Druckstellenrötung hier einmal. Das ist ja auch klar. Aha. Und dann das haben wir auch noch nicht, ne? Wie war das? Ja, dauert ein bisschen, wie gesagt. Das war früher auf jeden Fall nicht so, dass es so lange gedauert hat. Gab zwar auch Probleme, aber nicht so. So, ja, wie gesagt, da müsst ihr beim Titan und Jäger auch nochmal gucken, wie gesagt, was da für Sachen sind, für Ornamente. Da will ich auch nochmal hingehen. So, dann war das schon mal. Ja, dann natürlich immer gucken, dass ihr halt auch immer hier jetzt überall die Leute levelt, ne? Nicht vergessen, hier, wenn ihr hier Primus-Engramme bekommt, sofort dann abgeben hier. Oder exotische Engramme auch sofort abgeben. Dann levelt ihr ja nämlich hier einmal Raoul. Und das ist sehr wichtig, weil da gibt es nämlich auch mächtige Ausrüstung, ja, die ihr gebrauchen könnt, um zu leveln, wegen Power-Level hochziehen. Apropos Power-Level. Power-Level bis 1940 ist die weiche Grenze, 1090 ist die harte Grenze und dann bis 2000 geht es nur mit Spitzenausrüstung weiter. Also ihr müsst von 1940 bis 1940 bis 1990, so, müsst ihr halt mit mächtiger Ausrüstung leveln. Es gibt mächtige Ausrüstung Stufe 1, 2 und 3. Die farmt ihr als erstes und danach macht ihr die Spitzenausrüstung fertig, dass ihr halt irgendwann mal diese Hartgrenze von 1990 erreicht. Wenn ihr die Hartgrenze von 1990 erreicht habt, müsst ihr halt mit Spitzenausrüstung weitermachen, sonst geht es nicht weiter. Also wie gesagt, hier einmal steht links meine aktuelle Power Level, ist 1976, also ich muss bis 1990 kommen, plus 8 Bonus. Ja, das heißt, ich muss jetzt noch schön bis 1090 schön mächtig Ausrüstung Stufe 1, 2 und 3 farmen und Glück haben, dass das richtige droppt, damit ich hier weiterkomme. Das muss ich auch dazu sagen. Wie gesagt, ich kann jetzt noch ein Power Level hochziehen. Wie gesagt, ich habe einige Waffen nicht hier ausgerüstet, sondern habt ihr hier im Inventar von Power Level höher. Ja, habt ihr jetzt einige Sachen noch nicht infundiert. Aber auch hier sei gesagt, da muss man halt sich ein bisschen was zurechtfummeln und halt sehr viele Aktivitäten spielen, wo mächtige Ausrüstung droppt. Das ist auch wichtig. So, hier hole ich mal kurz was ab von Venchi. Da habe ich nämlich ihn auch gelevelt diese Woche. Ja, den kann man nämlich noch leveln mit Beutezügen. Das heißt, da nehme ich jetzt meinen Loot mal mit. So, da bekomme ich jetzt erstmal einen Umhang mit 80. Ich infundiere das jetzt direkt rein. Müsst ihr, wie gesagt, nicht machen. Ich habe genug Material, um nachzukaufen, meine Upgrade-Module. Deswegen mache ich das immer, nachher vergesse ich das. Und lösche außerdem natürlich ein höher Power-Leveliges Teil. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, ich kaufe ein bisschen was nach. So, hier bei Benji gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie gesagt, erstmal ihn zu leveln. Dann gibt es hier natürlich auch noch Waffen. Ob die gut sind oder nicht, weiß ich nicht. Müsst ihr selber testen, wie gesagt. Die passen sich eurem Power-Level so ein bisschen an. Sind immer 6 Power-Level unter dem, was ihr habt. Oder 3 oder so, weiß ich gar nicht genau. Dann habe ich hier auch nochmal mächtige Ausrüstung. Nehme ich auch noch mal kurz mit. Das, ach, nicht schon wieder. Na, gut. Das Gute ist halt, wie gesagt, die anderen Charaktere leveln auch mit. Also ihr müsst nur ein Char leveln und die anderen leveln auch mit. Kein Problem. Eigentlich ganz geil. So, informieren. So, ja. Wie gesagt, dann sind wir hier mit Banshee durch. Haben das abgefrischt. Wie gesagt, Materialien farmen. Ränge hochballern bei Banshee. Wichtig, pupichtig. Bei den anderen gibt es natürlich auch Rangsystem, nicht vergessen. hier bei, wie gesagt, beim Vagabund gibt es im Rangsystem. Was brauchst du? Und beim Lord Shax und beim Zavala. Da habe ich noch nicht viel gemacht. Wie gesagt, die Season-Waffe ist hier einmal perfekte Tonlage einmal, ja. Maschinenpistole. Da sind natürlich auch einige interessante Sachen drauf, definitiv. Die will ich natürlich auch haben, aber es dauert natürlich ein bisschen länger. Aktuell habe ich fast die ganze Zeit immer nur Gambit gespielt, weil Gambit irgendwie am schnellsten ging und ich da irgendwie am meisten ja, an Sachen erledigen konnte. Ich konnte auch da ganz gut die Benchboy zu erledigen und etc. etc. Hier das Pongdong dazu, wie gesagt. Oh, hier haben wir noch ein Engramm. Okay, nehmen wir es auch nochmal mit. Hoffentlich kommt jetzt was anderes. Freigabe. Eine Waffe, okay. Das ist doch schon mal schick. So. Das einzige Gute ist, ihr müsst nur einen Charakter leveln. So, Sonnenschuss ist diese Season sehr, sehr stark. Die spielt fast jeder. Also wird auch rein infundiert. Also die ist richtig stark, die Sonnenschuss, ja. Kann man nicht anders sagen. Dann Gedenken ist auch sehr stark, der Ruf ist auch sehr stark.
Da habe ich jetzt hier noch mit Leuchtsignal geschossen, sollte man auf jeden Fall haben irgendwie. Hier einmal verlorenes Signal, Granatwerfer ist auch sehr stark, finde ich. Ja, es ist schon der Dürresammler auf Legendär, nur ein bisschen anders. Also es gibt natürlich auch sehr, sehr, wie gesagt, Die sehr, sehr gute nächste und Version starke Waffen. naht, Peter. Dann die Hülle Doch natürlich wir auch werden richtig ausrüsten, bereit. Leute. Nicht vergessen, hier habe ich dann blendes Licht, Erfahrungsgewinne um 12%. Da habe ich hier noch Schnäppchenjäger und Ikora und hier ich haben Standard unsere Glimmer Meinung Booster drinne. zugeschlagen. Müsst ihr gucken, Doch was ihr wir einstellt, gehen aber immer den Geist auf besser jeden Fall als auch zuvor. einstellen, ja, nicht vergessen, dass ihr das nicht vergesst. Habe ich nämlich auch erst vergessen, um ehrlich zu sein. So, dann haben wir hier den ganzen Kram abgefrühstückt. Wie gesagt, Rangsystem hier Zavala, Rangsystem Lord Shex, Rangsystem Vagabund. Zum Teil gut, zum Teil nicht. Also ist dahingestellt, ja. Also dann solltet ihr natürlich auch, wie gesagt, wenn ihr im Clan spielt, auf jeden Fall auch zusammenspielen, damit ihr hier Clan-Engramme freischaltet. Aktuell haben wir nur Gambit-Engramme freigeschaltet, aber es gibt halt auch Schmerzige-Engramme, Dämmerung und Raid. Ihr müsst dann halt einmal gewonnen haben. Zu zweit müsst ihr mindestens unterwegs sein. Der Clan ist hart am Arbeiten. Wir sind schon fast Clan Level 5, also ziemlich geil. Kann man nicht anders sagen. Und es wird viel gespielt, das ist auch schon mal schön. So, aber wie gesagt, Power Leveln ist auch hier bei mir noch immer Irgendwelche auf großen Platz 1 Schüsse aktuell. gelandet Hier in muss ich mal viel letzter machen. Wie Zeit? gesagt, hier habe ich einige Sachen Doch. erfüllt. Hier habe ich nochmal ja, Jade-Gemurmel hier nochmal einmal den Shader. Das lädt aber auch schon wieder nicht. Boah. So, nehmen wir kurz alles mit. Hier kann man natürlich auch noch Waffen freischalten, ne? Und Rüstung, das kannst du bei jedem machen, bei Lord Checks etc. Da kann man noch einige Sachen freischalten. Wie gesagt, könnt ihr überall was Lass holen. ein paar Definitiv, Besessene auch auf deine wichtig. Freunde los. Ist gar nicht so schlecht. Soll ich mal was gucken? Hier, wie gesagt, bei Ada War natürlich auch immer die Beutezüge mitnehmen und nicht vergessen, auch immer alles andere angucken, was da ist. Da könnt ihr vielleicht Willkommen was von zurück. gebrauchen. Da die Rüstungen sind zum Teil ab und zu mal gut. Ja, jetzt aktuell 75 oder 73. Ja, die Werte sind nicht so gut von den Rüstungen. Ich gucke mal, ob ich irgendwas gebrauchen kann. Ja, Handschuhe kann ich nochmal kurz gebrauchen. Ich mache das mal eben zum Ausgleich, mal eben. Geht natürlich besser. So, guck mal, da habe ich nämlich ein Power-Level dazugekriegt. Echos des Ruhms. Okay, das ist mal drinne. Ja, könnt ihr so tragen, ja. Habt ihr vielleicht ein Power-Level mehr. Dann natürlich Die nicht vergessen, Schwarzen. hier bei Ada One Hallo mal wieder. die Beutezüge mal mitnehmen. Ja, die lassen dann halt hier Synthetikballen droppen, dann könnt ihr die hier stopfen. Ich mache ich mal eben, ich glaube, ich müsste eigentlich voll sein, weiß ich gar nicht genau. Ja, Max Synthetikgewebeballen erreicht. Der teuerste habe ich denn sonst reingesteckt. Naja, da müsst ihr auch drauf achten. Dann könnt ihr halt hier Ornamente freischalten, nicht vergessen, ja. Also mit den Beutezügen von Ada One bekommt ihr Synthetikgewebeballen, die müsst ihr dann in den Weber reinstopfen. Und dann könnt ihr hier Ornamente freischalten, wenn ihr Bock habt. Na, da jetzt gerade nicht. Hier einmal, wo ein Schloss vor ist, dann braucht ihr halt diese Synthetikgewebeballen für. Die kriegt ihr nur über die Beutezüge von Bitte Ada One. pass auf, wo du Nicht hintrittst. vergessen hier. Das ist Das ist ein auch wichtig, Labor wenn. und kein Ich weiß nicht, ob Mensch. Eisenbahner sich geändert hat oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. So, ja, Aktivitäten. Da haben wir natürlich ganz, ganz viele. Wie gesagt, ihr müsst sowieso alles irgendwie abspielen, wie es gerade geht. Wie gesagt, alles, wo mächtige Ausrüstung dran ist, erst machen und dann erst Spitzenausrüstung aus. Ihr habt dann 1990 erreicht. Hier gibt es zum Beispiel Spitzenausrüstung drinne. Sauron's Thronwelt ist auch noch was am Leuchten hier einmal. Soll eine Wächterin ist hier einmal mit Spitzenausrüstung. Neptun ist ein bisschen ja, außen vor. Hier natürlich, wie gesagt, müsst ihr einfach nur dreimal, also ihr müsst insgesamt neunmal Aktivitäten laufen, egal ob Vorhut, Schmerzsieger oder Gambit. Und dann bekommt ihr halt bei jedem dritten Durchlauf, bekommt ihr dann mächtige Ausrüstung Stufe 1 als Exo. Ja, wenn ihr das gedroppt bekommen habt, sofort zu Ra'ul und einlösen, damit ihr das Power-Level mitnehmt. Ne? Ihr könnt nur maximal neunmal machen, aber egal ob ihr jetzt Vorhut spielt, Gambit oder Schmerzsieger, das ist vollkommen wurscht. So, hier ist einmal, wie gesagt, noch 200.000 Punkte Spitze erreichen, dann Spitzenausrüstung zu kriegen in der Dämmerung. Diese Woche ist die Dämmerung einmal Gefängnis der Alten. Der Ansturm könnt ihr auch noch spielen, dann braucht ihr aber 50 Wellen ab, müsst ihr 50 Wellen abschließen für Stufe 1. Hier natürlich auch nochmal ein normaler Ansturm, beziehungsweise schwieriger Ansturm, müsst ihr halt hier schießt Wellen innerhalb einer einzigen Ansturmaktivität ab 30 Stück. Da gibt es ja auch noch Stufe 1 mächtige Ausrüstung. Ja, Spitzenreiter gibt es noch nicht, erst ab 25. Juni, das dauert noch, aber da gehe ich sowieso erstmal nicht rein. Dann gibt es natürlich hier einmal das Pfadfindersystem, nicht vergessen, das kann uns auch ein bisschen was bringen. Das ist Mischmasch aus Schmelzsiegel, Vorhut und Gambit. Da müsst ihr halt hier lesen, was ihr hier erledigen müsst. Koordinierter Beschuss, besiege in einer beliebigen Schmelzsiegel-Play des Gegner, während du ein oder mehrere Teammitglieder unterstützt oder Unterstützung erhältst. Ich habe es aktuell den Gambit-Baum gerade gemacht, weil ich da halt viel gespielt habe. Jeder Abschluss hier, den ihr habt, gibt es EP.
Ja, und ihr müsst euch hier bis hierhin vorkämpfen. Dann bekommt ihr hier, wie gesagt, eventuell Primus in Gramm, Glanzstoff, Verbesserungsprisma oder Herausforderer-EP. Das ist halt random Drop. Das weiß man halt nicht genau. Ja, und da muss man halt eben vorher die ganzen Sachen hier freischalten. Ihr könnt mehrere Wege gehen bis zu diesem Engramm. Man sieht es ja hier, sind alle verzweigt. Und ihr müsst halt eben die Sachen erledigen, die hier drauf stehen. Und wie gesagt, es gibt EP. Also das System ist gar nicht so schlecht, hat auf jeden Fall deine was. Tochter und zu sein, ja, man hat was zu tun, sagen wir es mal so. So ja, ist nicht schlecht. Und das ist halt ein Verbund, wie gesagt, von allen Sachen. Beim das bleiche Herz zum Beispiel gibt es dann ein eigenes Pfadfindersystem. Ja, da müsst ihr selber gucken. Die drei gehören zusammen, Pfadfindersystem. Und ja, dann haben wir noch natürlich noch Legenden hier einmal natürlich auch noch. Operation Seraph Schild gibt es hier einmal aktuell. Spitzenrüstung, die anderen gerade ist gar nichts aktiv, hier sehe ich gerade. Ja, Gambit ist normal, spielen ist nichts Neues. Schmelzsiege diese Woche haben wir einmal hier Rumble, Doppelkonflikt, Eliminierung, Competitive, Kontrolle und Relikt. Das ist, glaube ich, separat hier noch, genau. Schließe eine Platzierungsserien-Matches ab, 7 Stück. Da gibt es noch was extra hier noch oben. Das ist. Schließe Matches in der schmerzige Labore-Playlist ab. Okay, gibt es auch noch etwas extra mächtige Ausrüstung Stufe 1. Es gibt noch überall separate Sachen. Einige Sachen gehören zusammen, wie gesagt. Da müsst ihr noch mal ein bisschen gucken, was separat und einzeln ist. Da kriegt ihr halt überall noch mächtige Ausrüstung Stufe 1, die euch, wie gesagt, weiterbringt. Nessus ist diese Season, wie gesagt, unser Hauptplanet. Da gibt es die meisten Aktivitäten somit. Beziehungsweise da müssen wir ganz oft hin. Ich weiß gar nicht, was hier gerade leuchtet hier eben. Hä? Da ist was am Leuchten dran hier. Ich weiß gar nicht, was das soll. So, auf dem Mond, was haben wir hier noch? Genau, hier einmal Garten der Erlösung ist diese Woche einmal hier drin. Mit allen Herausforderungen aktiv. Da könnt ihr auch Spitzenausrüstung holen. Das ist gerade im Zyklus drin. Ja, und dann halt, wie gesagt, dann haben wir hier noch irgendwo den verlorenen Sektor. Also im Kosmodrom. Da gehe ich aber noch nicht noch rein. Hier, da könnt ihr, wie gesagt, solo exotische Gramm holen. Wie gesagt, da müsst ihr ja mehrmals rein. Hat sich, glaube ich, von der Mechaniker nichts geändert, wie gesagt, Champions Barriere und Überladung drin, Bedrohung leere, Schilde leere, Modifikatoren versenkte Erde. Ja, der Sektor ändert sich jeden Tag um 19 Uhr, geht er woanders hin, zu anderen Sektor und könnt ihr da reingehen, dann müsst ihr solo rein, aber es kann sein, dass ihr ein Exo nur gedroppt bekommt nach dem dritten, vierten, fünften Mal, wenn ihr da reingegangen seid. Aber es ist halt Power Level 2020, das ist schon ziemlich heftig, deswegen werde ich es noch nicht machen. So, dann haben wir natürlich das bleiche Herz, da gibt es natürlich am meisten Aktivitäten, ja, hier natürlich unser Geist hier, also da der Geist, da kann man natürlich auch Sachen abholen, nicht vergessen, da fliege ich gleich nochmal eben kurz hin. Hier muss ich noch Schwerttanz machen, Zyste hier, da gibt es auch noch Federn zu sammeln, es gibt hier überall Federn zu sammeln, es gibt hier Regionstruhen zu holen, hier ist das Pfadfindersystem vom bleichen Herz, wie gesagt, das muss ich auch noch anfangen, das ist ein separates System hier, wie gesagt. Dann gibt es hier einmal die Umsturzläufe, da gibt es jetzt was Neues. Nach jedem Umsturzlauf, wenn ihr den gelaufen seid, nicht sofort rausgehen. Da gibt es dann überall in jedem Bereich hier separate Gegner, die ihr legen müsst. Dann startet ihr eine Exo-Quest. Also ihr müsst hier einmal die Blüte fertig machen. Dann kommt hier irgendwie in der Ecke, kommt dann ein separater Extra-Gegner, die müsst ihr legen. Bei Sackgasse müsst ihr das machen. Und beim Absatz auch. Wie gesagt, das werde ich noch ein Video aufnehmen. Aber da könnt ihr eine extra Exo-Quest anfangen. Ja, um Exo-Teile zu bekommen für euren Char. Ja, das dazu. Dann haben wir hier die Helm natürlich, wie gesagt, unser Hauptanflugziel. Da gibt es dann hier reingekommen neue Arena-Inflationsprogramm. Da gibt es natürlich dann hier auch Spitzenausrüstung, wie gesehen. Müsst ihr dreimal reingehen. Dann haben wir hier einmal Enigma-Protokoll. Da muss ich auch noch fertig machen, wie gesagt. Das ist ein bisschen nervig gewesen. Wir haben bis zum Boss, haben wir dann verkackt leider. Müssen wir diese gelben Prismen abschießen, kriegt ihr Zeit dazu. Müssen wir sich genau einprägen, wo die Prismen sind. Gutes Team haben, durchrennen. Also man schafft es auf jeden Fall von der Zeit her. Aber das ist schon ein bisschen hakeliger. Aber das mache ich auch noch fertig. Und dann haben wir natürlich hier noch Face-Safe. Wir gehen dann fliegen nochmal kurz hin, wo dann halt die wöchentliche Story auch ist. Ja, also die wöchentliche Story jede Woche kommt jetzt dazu. Und zwar ist das hier einmal anschwellender Chor, erster Akt, Schritt 6 von 25 geht nächste Woche weiter. Also die Story geht da auf jeden Fall weiter bei Destiny 2. Es ist mit den Zeugen nicht zu Ende. Also eigentlich ganz gut. Und ja, dann habe ich natürlich die ganzen anderen Quests auch noch offen. Ich muss noch so viel nachspielen. Ich habe hier noch Proben-ID noch offen. Da habe ich hier noch Genesung aufkeimen. Ja, da muss ich halt alle. Ja, man kann es mal kurz mal drauf eingehen hier. Da muss ich hier. Hier um die Exo zu kriegen, hier um das Mikrokosmos zu kriegen, muss ich Aufstieg, Descens und Ikonoklasmus spielen. Aber Zusammenarbeit. Zusammenarbeit ist hier einmal im gleichen Herz. Ich zeige es mal eben kurz. Da muss ich diese drei Missionen hier spielen, nacheinander. Diese hier, Aufstieg, diese hier, Descens und einmal
Ikonoklasmus. Das Problem ist halt, in diesen Missionen, erstmal sind die ultra schwer geworden, ja, auf 2005er Power Level und man hat das Problem, dass man hier Rätsel lösen muss in den Missionen. Also sie sind sehr, sehr herausfordernd und schwer, also da müsst ihr euch gut im Team absprechen. Wenn ihr sterbt, landet ihr wieder im Orbit. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung von den Missionen her, aber auch gut. Ja, aber auch gut, wie gesagt, man hat was zu tun. Dann haben wir hier einmal noch hier allein in der Dunkelheit muss noch fertig spielen, hier Florian Geist finden, das müsst ihr auch fertig machen, um halt die Quest of Exo Quest anzufangen, das ist sozusagen der Anfang mit, da müsst ihr dazu noch die Regionstruhen, die goldenen finden und da geht es immer so weiter peu à peu, das muss ich auch noch fertig machen, da müsst ihr noch Vision des Reisens finden, 8 Stück und so, also man hat echt so viel zu tun, ey. Das ist so krass, da haben wir natürlich noch die Episoden Echos, hier die Herausforderungen, aber da könnt ihr selber lesen, was ihr machen müsst, also es ist selbsterklärend, ja. Die müsst ihr auch noch fertig machen, weil die geben extrem EP-Boost. Die schießen euch richtig nach vorne im Season Pass. Aber das solltet ihr auf jeden Fall fertig machen hier immer wieder und verfolgen, wenn ihr schnell leveln wollt, den Season Pass. Das geht mit diesen Herausforderungen sehr schnell. Und wie gesagt, wenn ihr eine Sache abgeht, landet mit einem Teammate irgendwo, wo dann geteilte Weisheit aktiv ist. Geteilte Weisheit ist hier einmal so ein Dreieck, da steht dann geteilte Weisheit drinne. Das heißt auch so. Und dann könnt ihr eure Sachen alle abgeben, Beutezüge, wenn ihr noch habt oder so, oder Pfadfinder Extras abgeben hier und dann halt natürlich hier die saisonalen Herausforderungen, weil die kicken euch richtig nach vorne. Ja, und dann kann man die Zusatz-EP natürlich auch mitnehmen. So, die Helm hat sich ein bisschen geändert, wurde ein bisschen verschönert, würde ich sagen. Hier kannst du Collectibles hinpacken, da habe ich diese eine Pflanze hingepackt zum Beispiel. Facehave ist unser Main-Charakter, hier kann man Radiolith-Kammer, kann man hier was reinstopfen. Ich habe gerade 10 Gramm von 200 Gramm Radiolith eingenommen, das steht da unten. Da kann man es hier reinstopfen und kriegst du Loot, ja. Dann hier kann man Funksprüche hinten abhören, nicht vergessen. Dann hier haben wir Facesafe, unser Main, diese Season oder dieser Akt. Hier kann ich auch nochmal Waffen oder so rausziehen, manchmal eben. Habe ich extra noch aufgewahrt, extra für euch, dass ihr es seht. So, habe ich noch eine Waffe gekriegt, das ist gut. Ein Raketenwerfer hier, Glaubenshüter. Mit Strategie-Raserei, leider nicht Zielsuchen oder so, das ist natürlich nicht so toll. Naja, aber hier, wie gesagt, radiolarer Umsetzer. Schnelle Todstöße sorgen dafür, dass Ziele explodieren und eine Pfütze aus radiolarischer Flüssigkeit hinterlassen. Ja, mal gucken, wie gesagt, aber zumindest einen höheren Power-Level-Loot gekriegt hier. Dann kriege ich so noch ein Power-Level dazu, meine Damen und Herren. Das ist schon mal schön. Ja, hier gibt es natürlich auch dann die Möglichkeit, Beutezüge mitnehmen. Solltet ihr natürlich auch immer machen. Definitiv Beutezüge mitnehmen. Hier kann man dann auch noch Sachen kaufen später. Aber das geht gerade noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Loot und so. Müsst ihr alles mal in Ruhe durchlesen. Ja, solltet ihr alles nacheinander mitnehmen. Und dann habt ihr die Sachen auch. So, dann gehen wir noch mal kurz eben ins Bleiche Herz. Das ist ja unser Hauptziel sozusagen. Auch riesengroß hier das Gebiet. Sehr schön, dass es riesengroß ist. Das Update war ja 39 GB groß, glaube ich, das DLC ist auch sehr schön. Kommen jetzt natürlich immer wieder Patches raus, weil immer irgendwo hier Fehler entdeckt wurden. Wie gesagt, es gab ja auch diesen Bug, dass man halt nicht anderen Leuten joinen soll, die schon irgendwo in der Mission angefangen sind. Das hatten wir gestern auch schon den Fehler. Also, wenn ihr zusammenspielt, immer die Mission von Anfang an zusammen anfangen und nicht mittendrin joinen. Also nicht, wenn ihr mittendrin seid, dann könnt ihr gleich rausgehen. Ihr müsst von vorne anfangen, das ist ab und zu buggt das. Also, das habe ich schon oft gehört. Auch bei normalen, stinknormalen kleinen Missionen. Also müsst ihr aufpassen. So, hier haben wir auch den Geist, wie gesagt, da gibt es auch Sachen, wie gesagt, die ihr mitnehmen könnt, die könnt ihr auch, wie gesagt, leveln, da nehme ich auch mal kurz ein paar Sachen mit hier, hier kann man, habe ich das freigeschaltet hier, Tiefenblickwaffen habe ich schon geholt, habe ich mir schon hier den Ruf einmal gegönnt, wie gesagt, hier kann man auch Sachen holen und tauschen, wie gesagt, müsst ihr aber vorher alles freigeschaltet haben, sonst sind die hier ausgegraut, ihr müsst die halt so bekommen, ja, hier gibt es natürlich auch schöne Sachen, wie gesagt, guck mal, die rote Randwaffe habe ich noch gekriegt hier. 85er Wert, nehmen wir auch nochmal mit hier. So. Ja, da haben wir nochmal ein bisschen was gekriegt hier. Nee. Das war gleichzeitig nochmal Power Level hier. 85er Wert direkt. Ja, ist das schön, da muss ich gleich wieder ruminfundieren oder erstmal die Perks angucken. Das ist auch mal so eine schwierige Sache. Der Tresor läuft auch schon wieder voll bei mir. Ja, so. Und immer wieder mal die Poststelle abchecken, ob da irgendwas reingeflogen ist, ist auch wichtig. Ja, und sonst spielen, ne? Das ist das Hauptaugenmerk. Und wie gesagt, erst mächtige Ausrüstung, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, dann Spitzenausrüstung und überall was anfangen. Überall gibt es Exo-Quests, überall gibt es was zu sammeln. Ihr habt genug zu tun, ich auch. Und danke fürs Zusehen. War jetzt zwar nicht ganz so gut das Video, aber wollte mal erstmal wieder mal lange Zeit mein Reset-Video machen. So sieht es nämlich aus. So, wenn sich noch was ändert oder ich irgendwas in Erfahrung bringe, dann werde ich es dann nochmal zeigen und sagen, natürlich. Und wie gesagt, wir haben noch 118 Tage Zeit für den
Akt 1 Echos hier, Episode Echos. Da haben wir noch genug Zeit. So, das soll es auch gewesen sein. Danke fürs Zusehen nochmal. Reingehauen, danke für den Support und bis zum nächsten Video. Tschüss.